So, ladies and gentlemen, und damit legen wir los hier bei Cloud9 gegen die Herrschaften von Navi. Navi eben ja wirklich große Schwierigkeiten gehabt gegen das Team von Enz. Da hat man sich auf jeden Fall sehr leicht geschlagen geben müssen. Hier in dieser Partie, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall eine ausgeglichenere Partie sehen. Aber Electronic auf jeden Fall jetzt hier mit dem letzten Frag gegen das Team von Cloud9. Damit holt man sich hier auf jeden Fall schon mal die Pistole. Und das ist natürlich schon mal eine gesunde Hausnummer für das Team von Navi, die gerade eben sich 16:4 gegen die Herrschaften von Enz hier auf dem Mirage geschlagen geben mussten. So, Cloud9 damit auf jeden Fall schon mal auf kleine Dämpfe abbekommen. Denn sie haben gerade eben, oh meine Güte, sie haben gerade eben auch 16:14 gerade so gegen das Team von Vodafone Giants gewonnen. So, muss man Schluck auf gerade bekämpfen. Gerade so ging das Team von Vodafone Giants gewonnen und das auf das 2. 16:14, das war wirklich ganz knapp. Es stand 14:14 und die Jungs von Vodafone Giants fast eigentlich sogar die 15. Runde safe gemacht, aber Automatic ist dann nochmal ausgerastet in dem Augenblick. So, um da natürlich auch nochmal das Ganze zu vervollständigen. Rush, Automatic, Vice, Cajun, P und Golden spielen gegen Electronic, Edwards, Simple und Zeus. Hier Golden und Automatic zumindest schon mal zwei Cracks mitgenommen. Das heißt, man nimmt zwei Spieler raus, die müssen natürlich nachkaufen. Das hat natürlich auch geldtechnisch einige Auswirkungen auf dem Konto von Navi. So, damit 2:0. Cloud9 jetzt also mit Waffen. Die können jetzt auf AKs wechseln, können dementsprechend auf jeden Fall mehr Druck aufbauen. Und dann warten wir mal ab, ob Cloud9 hier direkt mal die erste Waffenrunde holen kann. Oder ob man gegebenenfalls das Nachsehen hat und dann bei Navi vielleicht auch so ein kleiner Rausch entsteht. So, Aufbau mit dreimal über die Mitte. Bei Navi möchte man gegenhalten. Eine Molotow, die müsste man eigentlich vom Flugwinkel gesehen haben. Dementsprechend zieht sich Edward jetzt auch zurück und möchte überhaupt gar nicht mehr auf den Frag gehen. Flamey war aber schon bereit. Also, wenn man da versucht hatte, Edward irgendwie auf dem falschen Fuß zu erwischen, hat man schon den zweiten Spieler da stehen gehabt, der auf jeden Fall Druck aufbauen konnte. Electronic gegen Simple ebenso. Habe ich jetzt gerade gegen Simple gesagt? Natürlich nicht gegen Simple. Electronic ist gerade auf jeden Fall auch erfolgreich. Und jetzt muss man erstmal schauen, inwieweit man jetzt hier gegen die letzten Verbleibenden nochmal stehen kann. Golden mit einem weiteren Frag. Nimmt also Simple schon mal raus. Erster Frag von ihm auch nochmal gegen den Connector. Aber dann nimmt Flamey sofort den Refrag in die Hand und kann damit natürlich die Verantwortung übernehmen. Flamey beendet das Ganze noch mit einem 3:0. Und somit haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine gesunde Führung für die Herrschaften von Navi. Das heißt, die erste Waffenrunde wurde von Cloud9 erstmal gegen die Wand gefahren, aber das sei jetzt auch nicht allzu schlimm. So ein Flame sehen wir jetzt gerade hier. Der hat 4 Kills insgesamt gemacht, wenn ich das jetzt richtig zusammenzähle. Ja, den letzten hat er auch noch mit da oben geholt. Und damit war es das. Wo ist eigentlich Flasher? Hab mich nicht so informiert. Und wenn die 9 schreibt, ist schon Flasher ist inaktiv momentan. Ob der jemals wiederkommen wird, ist die zweite Frage. Momentan ist er auf jeden Fall in keinem professionellen Team zu sehen. Wahnsinn, Electronic! Der letzte Schuss, wie der noch reingeht. Also, die AUG, muss ich aber auch sagen, jetzt in den letzten Tagen habe ich auch selber wieder mehrfach Counter-Strike gespielt. Die AUG ist wirklich leicht overpowered in meiner ehrlichen Meinung. Ist schon teilweise dramatisch, was da reingeht. Boah, Mensch, was ist denn heute los? Heute erstmal schön die ganze Zeit Gernerei und Schluck auf. Also scheinbar läuft da was mit meiner Sauerstoffzufuhr nicht ganz richtig. So, Flamey auf jeden Fall im Kurz bereit. Der möchte gerne Anteile hier an dieser Runde noch haben. Electronic hat auch schön das Window erstmal im Bereich. Also man hat hier alles auf jeden Fall sehr kontrolliert. Das ist wichtig. Ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, dass Electronic da jetzt nochmal rumzieht. Auf jeden Fall Weiß ist bekannt. Mitte oben ein weiterer Spieler gesehen. Den nimmt man jetzt auch raus. Und dann zieht Electronic aber nicht weiter rum. Er weiß natürlich genau, dass er da den Winkel perfekt hatte. Zeus jetzt als unterstützender Spieler Richtung Kurz offensiv gegangen. Letzter Überlebender ist Weiß. Der versucht sich da irgendwie im Underground nochmal breit zu machen und gibt eine unglaubliche Kelle gegen Electronic. So, und bisher hat man hier wirklich jedes Mal immer zwei Spieler rausnehmen können bei Navi, aber Cloud9 selber trotzdem nicht mit den Runden bisher gesegnet. Und da sehen wir nochmal von Electronic diese wunderschönen Spray, weil die wie der zweite Spieler auf jeden Fall down geht. So, und da sehen wir auch nochmal den Nummer 3 von ihm und danach kriegt er ja von Weiß ordentlich die Packung voll. So, 4:0, jetzt haben wir endlich auch eine AWP auf Seiten von Cloud9, die ist in den Händen von Automatic und natürlich als Antwort oder als Pendant Simple mit der Orb auf der CD-Seite.
So, wichtig wäre es auf jeden Fall für Cloud9, dass sie jetzt hier langsam Anteile an Mirage bekommen. Sonst könnte es vielleicht hier so ein kleines Déjà-vu geben, was wir gerade eben gegen Enz gesehen haben. Und da ist Edward gerade mal ein bisschen vom Aiming her verdaddelt. Und da ebenso Electronic, der es versucht hat, hier die Frags zu erzwingen, schafft es nicht, aber dann simpel wieder mit Eskalationsmodus. Der zweite Frag war keine Selbstverständlichkeit. Den ersten, den konnte man ja gerade noch so akzeptieren. Jetzt war es gegen Golden sogar noch den letzten gesetzt. Aber da ist es schön gemacht von Simpel. Und Navi mit 5 Runden in Folge sind on fire. Das immer ein sehr schönes, ja, was heißt Feature, aber sehr schöne Anzeige von der Blast Pro Series, die da nach 5 Runden in Folge immer das Logo in Flammen stehen lassen. So, somit haben wir hier das 5:0 auf jeden Fall safe. Cloud9 hat sich ein Timeout gegönnt und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich jetzt erstmal hier ein bisschen zurückzieht, ein bisschen bespricht, was hat jetzt gerade überhaupt gar nicht funktioniert, wo waren die ersten Ansätze, die wir vielleicht nochmal abspulen können, was hatte da gut geklappt etc. pp. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die man jetzt hier nochmal ausspielen könnte. So, Timeout damit vorbei. Jetzt kommt natürlich die standardisierte Freeze-Time. Also insgesamt hat man dann 50 Sekunden, um sich vernünftig zu besprechen. So, Simpel ist der Messi des CSGOs. Messi eher Zidane. Boah, ich finde, man kann Fußball und Counter-Strike wirklich unglaublich schwer vergleichen. Also Messi ja zum Beispiel ein Dribbelkönig. Wie willst du dich hier in CSGO mit Movement gerade wirklich ein bisschen herausziehen? Da die Schusskonstanz etc. pp. Ist schon beeindruckend. Und vor allen Dingen auch diese unglaubliche Deagle-Power, die er hat. Und natürlich, dass er alles kann, aber ja, das ist schon sehr weit hergeholt, finde ich. Boah, weiß. Also, immerhin kann man jetzt hier mal einen First Track gegen Navi erzielen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Man ist jetzt Connector erstmal hochgekommen. Da möchte man natürlich ein bisschen Druck aufbauen und vor allen Dingen Informationen sammeln. Einen weiteren Spieler hat man noch abgestellt Richtung Mini-Döner. Der soll natürlich dann schlussendlich die rotierenden Spieler aus dem Spiel nehmen können. Und Flamey zumindest mit einem Frick hier Richtung Connector. So, damit 3 gegen 4. Und ich würde da sogar fast schon vorschlagen, dass Navi hier komplett safe geht. Und ich glaube, sie bewegen sich auch so, ja. Es soll hier höchstwahrscheinlich der Safe werden. Und damit hat man auch letztendlich bei Cloud9 zumindest mal die erste Runde für sich erzielen können. Messi und Simple carryen und verlieren trotzdem. An Messi erinnert man sich wegen seiner Niederlagen. Bei Simple für seinen Skill. Ach, ihr Quatschköpfe, ey. Also es gibt ja ganz oft diese Debatte, Ronaldo oder Messi, wer ist der beste Spieler etc. pp. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum man sich immer wieder auf einen Spieler festlegen sollte. Jeder hat seine Qualitäten, jeder ist wirklich geschichtlich gesehen ein herausragender Fußballer. Halt in individuellen Bereichen. Ich würde sagen, Ronaldo einfach athletischer und kraftvoller als Messi. Messi hingegen aber wirklich ein Talent, was Dribbling und Spielgefühl angeht. Das ist wirklich puh. Also, das, wenn er jemals, oder was heißt, wenn er jemals, wenn er in die Inaktivität gehen wird, werden wir auf jeden Fall einen unfassbaren Fußballer verlieren. So, aber jetzt wollen wir erstmal gucken, wie diese Runde hier geht. Werden wir vielleicht auch ein schönes Counter-Dribbling sehen oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall ein schönes Counter-Strike, was wir bisher hier erlebt haben. Und die Runde ist für Navi natürlich umso wichtiger. Denn die muss natürlich auch geldtechnisch auf jeden Fall schon mal an ein paar Reserven rangehen. Der Spucker TV, vielen Dank. Und an Venom erinnert sich jeder Mensch auf Twitch. Na, ich glaube nicht, aber wäre schon schön.
So, mega langsamer Aufbau. Da bleiben mir selbst mal manchmal die Worte weg. Aber man wollte natürlich dementsprechend erstmal abwarten, ob Navi gegebenenfalls hier was Aggressives spielt, um letztendlich vielleicht auch hier Equipment-Defizite ein bisschen ausgleichen zu können. Jetzt geht es auf jeden Fall auf den B-Spot drauf. Schöne Flashback, wie man das Juice gegen den Kopf geworfen hat. Flamey kann nur einen rausnehmen und dann ist man mit vier Mann hier auf dem B-Spot. Ja, und ich glaube, Navi könnte da auch schon wieder den Rückwärtsgang einlegen und letztendlich versuchen, die Waffen durchzubringen. Das passiert jetzt hier auch. Also bisher hat man auf jeden Fall mit einem sehr punktuellen Angriff auf die Spots die Runden erzielen können. Und das ist natürlich auch eine Technik, die man immer wieder sieht. Vor allen Dingen auf das 2 sieht man immer mehr diesen direkten Angriff auf den B-Spot, weil man natürlich weiß, dass es unglaublich schwierig ist, den B-Spot zu retaken als CT. Also stehst du da even, dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, das Ganze vernünftig abzublocken gegen einen Retake, wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist. So, Edward sieht jetzt hier noch einen weiteren Spieler, nimmt Golden nochmal an der Seite raus, aber das macht natürlich jetzt keinen großen Unterschied mehr. Man nimmt natürlich so ein bisschen Geld nochmal von den Terrors aus dem Portemonnaie, aber jetzt wird es auf jeden Fall wichtig, dass man auch hier wieder bei Navi die nächste Runde erzielt, um letztendlich diesen Elan und vor allen Dingen auch diesen Aufwind von Cloud9 zu unterbinden. Wir sind eigentlich die Wunder von Giants, lokales Team. Jo, genau. Kannst du auf nighthandamage.de vorbeischauen. Da haben wir auch eine News darüber verfasst. Die Lokalmatadoren. Die portugiesischen, muss man dazu sagen. Es ist nicht ein spanisches Team. Aber Portugal ja auch Nachbarland und dementsprechend hat man da wahrscheinlich trotzdem noch eine, ja, eher einen Zusammenhalt und auch eher eine Verbindung zu als zu anderen Teams. So, Edward, 30,6 ADR, das ist natürlich nicht gerade das Beste. Zeus mit 47,3, 137er ADR bei Flamey, die ist komplett im Eskalationsmodus. Und auf der anderen Seite sind alle Spieler unter 57 ADR. Das heißt, da muss man sich erstmal in so einen kleinen Rausch spielen, bevor man letztendlich hier, zumindest was ADR angeht, mitmischen kann. Aber ist ja auch kein Wunder, wenn man halt die Runden so eindeutig verloren hat. Erstmal wieder sehr behaglich, sehr langsam, sehr ruhig. Cloud9 weiterhin mit der Mittekontrolle und das sieht man immer mehr. Ich wiederhole mich da häufig, aber die Mitte wird derzeitig ziemlich offen gelassen von den CTs. Man ist nicht so aktiv unterwegs, wie man es sonst gesehen hat. Außer Ends. Die haben gerade eben ein ganz, ganz aggressives und aktives Spiel in der Mitte präsentiert und das hat gegen Navi auch wunderbar funktioniert. Das ist hier auch nochmal hervorzuheben. Navi gerade auf der City-Seite. Die hatten eben Schwierigkeiten auf der Terror-Seite. Also, man sollte hier versuchen, bei Navi natürlich so viele City-Runden wie möglich zu holen. Klar, es ist immer wieder ein Unterschied, gegen wen du spielst. Trotzdem darf man nicht unterschätzen, dass Navi gerade eben gerade mal 4 Runden im Duell gewonnen hat. Flamey aber jetzt hier aggressiv unterwegs. Checkt erstmal noch, ob da noch ein weiterer Spieler unterwegs ist. Nimmt sich dann natürlich die Waffe und geht dann wieder zurück. So, und jetzt geht es hier auf den B-Spot. Aber da wartet man auch mit 2 Mann. Simpel mit dem ersten Break. Simpel sogar noch den zweiten. Sau stark gemacht. Also, das ist wieder in dieser kürzesten Zeit, wo man eigentlich schon fast schon denkt, der ist gerade gefallen, ohne einen Frag zu erzielen. Hat aber trotzdem noch einen rausgenommen. Automatic, ganz wichtig, dass er Zeus da ohne Gegenwehr bekommt. Schön kostenlos aus Parkett gegeben. Und jetzt Automatic mit einem weiteren Spieler. 2 gegen 2. So, Electronic aber hier. Wichtiges Duell, Golden nochmal mit dem nächsten Frag. Jetzt zieht er sich zurück, wurde aber gesehen. Jetzt kann er sich komplett zurückziehen. Hat Flamey noch Granate? Nein, hat er nicht. Eine einzige HE, die er jetzt rausgeworfen hat, aber die Smoke, die fehlt. Bombe schon zügig am Ticken. Und Golden, ja, gewinnt damit das Duell. 7 HP nur noch bei ihm. Aber die Zeit reicht einfach nicht mehr aus und Cloud9 gewinnt hier völlig verdient diese Runde, obwohl man eigentlich schöne erste Frags bei Navi erzielen konnte. Ja, und da sieht man immer mehr, wie
knapp diese Spiele und vor allen Dingen die Runden hier auch ausgehen können. So, mit Hardware, da kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus, wie viel FPS was macht. Ich bin da auch immer sehr, sehr unbeholfen. Auf den allen Kanälen läuft CSGO, für diesen entschieden wegen Venom. Leslie, vielen, vielen Dank, super lieb. So, Simple aber mit der AWP auf jeden Fall unterwegs und konnte einen Frag rausnehmen beim Automatic. Der spielt sich gerade in so einem kleinen Rausch. Immer wieder hat er Anteile. Edward, Mann, ey. Der hatte so eine schlechte ADR gerade eben noch geflamed von mir und jetzt macht er da fast nochmal das Unmögliche möglich. Schade, dass er den zweiten nicht bekommen hat. Sofort Headshot gegeben gegen Golden. Jetzt, wenn sie den Frag hier noch holen, dann haben sie auf jeden Fall Chancen, diese Runde hier für sich zu entscheiden. Die 5-7 natürlich hier mit, mit sehr vielen Schuss. Und das ist ganz, ganz wichtig gewesen jetzt in der Situation. Man hat immer noch ein Defuse-Kit. Flamey hat es da bei sich am Gürtel. So, schöne Flashbang noch, die da unterstützend unterwegs waren. Jetzt muss Zeus zusammen mit Flamey das Ganze hier retaken. Sie haben zwei Flashes sogar noch. Nicht verkehrt. Und jetzt geht man erstmal hier Stück für Stück nach vorne. Möchte hier wirklich jeden einzelnen Winkel checken. Einen gesehen. Jetzt weiß ich, ob der zweiten auf dem Schirm hat. Na, jetzt machen sie klug. Dieses Double Setup checken es nicht. Und dann kommt Weiß hier um die Ecke Nummer 1. Und den zweiten auch. Also dieses Bait Setup wunderbar funktioniert. Da hat man die zweite Ecke nicht nochmal gecheckt. Und damit holt sich Cloud9 hier auch die vierte Runde in Folge. Und wenn sie jetzt noch eine holen, dann sind sie auch wieder on fire. Also hier bewegt man sich zumindest auf Augenhöhe. Das gefällt mir schon mal bedeutend besser wie in der Partie gegen Ed. So, für alle, die sich fragen, welches Format das hier ist, ist ein Best of One. Und es gibt auch keine Overtimes, meine lieben Herrschaften. Also es wird hier wirklich nur bis der letzten Runde gespielt. 15 zu 15 hat dann jeder quasi einen Punkt in der Gruppenphase. Das ganze Turnier findet in einer Gruppenphase statt. Platz 1 und 2, die ersten besten, das sind sechs Teams sind angemeldet. Die ersten besten Teams in der Gruppe kommen ins Finale, spielen gegeneinander in einem Best-of-3-Format um 125.000 US-Dollar oder 50.000 US-Dollar, je nachdem, ob du erster oder zweiter wirst. Platz 3 hat dann nochmal die Option, sich einen der anderen drei verbliebenen Teams auszusuchen und dort dann in einem Standoff, in einem A-Map 1-on-1-Duell über 5 Runden sich nochmal 20.000 US-Dollar dazu zu verdienen. Hohoho, schönes Brett! Wichtig, dieses Duell auf jeden Fall hier zu erzielen. Vor allen Dingen in einer 2 gegen 4 Situation, die natürlich viel Druck aufbaut. Jetzt Molotov gerade raus. Edward merkt, okay, der scheint sich jetzt schon mal wieder verzogen zu haben. Überprüft das Ganze nochmal, indem er da natürlich schon ein ganzes Magazin schön durch die Kiste bangt. Bombe trotzdem gelegt und irgendwie hat hier Navi gerade echt Schwierigkeiten, die Runden für sich zu entscheiden. Vor allen Dingen in den Afterplay-Situationen, aber jetzt gerade Zeus das erste Mal erfolgreich. So, Automatic kann ich ganz nachvollziehen, warum er hier diese Position jetzt gewählt hat. Weil ich wäre jetzt an seiner Stelle auf jeden Fall viel mehr auf Frag gegangen, versuchen hier irgendwie die Situation nochmal auszugleichen. Wenn er da jetzt in der Ecke steht, dann nimmt er vielleicht einen mit, maximal zwei, aber das war's dann auch. So, und somit holt man auf jeden Fall diese Runde bei Navi. 2 Sekunden noch bis zum Defuse, das schafft er noch. Ganz, ganz knapp, aber er schafft es. Und damit hat man jetzt hier auch gerade vereitelt, dass Cloud9 hier auch on fire ist. So, wie viel bezahlt Navi für Simple, dass er bei ihnen bleibt? Das wird auf jeden Fall eine Stange Geld sein. Aber es ist ja auch immer die Frage, ob man möchte, also ob er überhaupt raus möchte aus dem Team. Ist ja immer die Frage, wie das alles sprachlich funktioniert, wie man unterwegs ist etc. pp. Wie die Stimmung ist, ob man in ein anderes Teamgefüge überhaupt reinpasst, ob man da auch so viel Wert auf den Spieler legt, ob man ihm vielleicht auch nicht so viele Freiheiten geben würde etc. pp. Also manchmal ist man, glaube ich, in seinem eigenen Nest eigentlich immer noch ganz gut aufgehoben. Und Lickisch fragt auch, wo sollte Simple denn sonst spielen? Ja. Ich sag mal, wenn Simple Free Agent wäre, Option gäbe es. Also bei Optionen würde es auf jeden Fall geben, die Simple gerne haben wollen würden.
Ein Simple by Face, ne? Freunde. Simple für Adren. Hätte man noch mehr Firepower drin. Genau ist der Punkt, ob er so performen würde. Absolut. Also manchmal liegt es nicht nur an der Teamstärke oder halt letztendlich an dem Papier, worauf man sich orientiert, sondern manchmal ist es letztendlich auch wirklich die, der Zusammenhalt. So, sehen wir mit dem ersten Track auf jeden Fall jetzt Electronics als Unterstützung. 1, 2, 3, schön gemacht von Electronic. Zieht rum, kriegt hier sogar noch mit Simple zusammen den nächsten Spieler. Und damit haben wir das 7:4. Trotzdem, es bleibt spannend und vor allen Dingen, man muss ja hervorheben, Navi muss gleich noch auf der Terrorseite spielen und das hatte ja überhaupt gar nicht funktioniert gegen das Team von Enz. So, Electronic auf jeden Fall gut lachen, wie man es da gerade gesehen hat. 1, 2, 3, schön gemacht. Der vierte Flash wäre natürlich nochmal ideal gekommen. So, diesmal gibt es einen Tempowechsel. P250 bei allen in den Händen. Ich dachte, sie würden jetzt hier erstmal Richtung B rushen, aber der Underground wird wohl scheinbar gerade erstmal ein Programm sein. Electronic stellt sich hier auf, wie wir es gerade eben von Ariel und Sergey öfters gesehen haben. Also endlich startet man hier auch mal mit aggressiverem Play gegen Mitte. So, Electronic, Nummer 1, Nummer 2, den dritten auch noch mitgenommen. Und man sieht es hier, Electronic spielt gar nicht auf den Scope oder auf Scope, sondern spielt viel mehr aus der Hüfte. Kann da auch dauerfeuertechnisch gut arbeiten. Und damit hat man hier wahrscheinlich auch schon die erste Runde safe. Ah. Electronic hat scheinbar trotzdem noch was dagegen. Da natürlich schöner tote Winkel. Electronic passt auf, nimmt Automatic raus. Und somit haben wir hier die Halbzeitführung. 8:4 für Navi. Nach 12 gespielten Runden. Das ist, sage ich mal, so diese standardisierte Halbzeitführung, die man sehr oft sieht. Und damit muss man auf jeden Fall schauen. Vielleicht hier sogar noch die Double Digits erspielen können. Das wäre natürlich prickelnd. 3 Runden sind es noch, die man hier noch aufteilen kann. Und bei der desaströsen Terrorleistung, die wir, wie gesagt, ich halte mich da ein bisschen dran, aber es war wirklich nicht gut, von Navi wahrnehmen musste, ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn sie hier wirklich mit Double Digits zumindest in die zweite Halbzeit starten können. Für Cloud9 wäre es natürlich auch wichtig, jetzt hier Runde für Runde noch holen zu können. Ein 8:7, vor allen Dingen 7 Terrorrunden sind absolut gut, beziehungsweise sind ausreichend. Ja, gut. Gut ist es nicht. Sie sind befriedigend. Sind befriedigend. 7 Terrorrunden sind befriedigend. Ja, so ist gut. So, sehr gut. Zeus jetzt hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Raum ausgeschlossen. Und damit kann man sich natürlich auf Situationen fokussieren. Jetzt müssten eigentlich ein paar Granaten kommen von Navi, die hier nochmal ein bisschen Druck aufbauen können. Erster Spieler bekannt, zweiter rausgenommen, 4 Stück insgesamt schon mal jetzt hier. Und Cajun B, der letzte Überlebende, der jetzt nochmal aus der A-Action-Zone rauskommt. Und damit hat Navi sich hier die 9. Runde schon mal gesichert. Und dann gucken wir auf die Kohle von Cloud9. Die sind da gerade so alle um den 3-5er-Bereich. 2 Spieler über 4000. Die werden natürlich, denke ich mal, runterkaufen. Die wollen natürlich das Maximale an Runden noch herausquetschen. Das Problem ist noch, sie müssen natürlich jetzt mehr auf SMG und sonstiges gehen. Ach krass, Zeus hat sogar den zweiten noch erlebt. Also wahrgenommen da am Fenster. So, was glaubt ihr denn im Chat? Wer gewinnt das Ganze hier? Navi oder C9? Schreibt's mal rein. So, Automatic und Weiß. Auf jeden Fall ein bisschen Flammen abgekriegt. Aber was hier hervorzuheben ist, die ganzen Teams oder die Spieler haben sich jetzt dazu entschieden, auf Pistol zu gehen. Oh, und jetzt ist Automatic
Erfolgreich. Und jetzt steht da noch Zeus. Das haben sie niemals auf dem Schirm. Niemals. 1-2. Sauber gemacht. Dritter Spieler ist da schon auf dem Spot. Letzter Überlebender ist Golden. Der kommt noch über kurz nach. Wäre natürlich prächtig, wenn der noch eine Waffe rausnehmen könnte. Also wenn er eine Waffe mitnehmen könnte vielmehr. Aber passiert nicht. Navi jetzt hier wieder on fire. Also, man holt 5 Runden bei Navi. Lässt Cloud9 4 Runden holen. Unterbricht dann Cloud9's Streak. Dürfen also erstmal nicht on fire sein. Holt dann wieder 5 Runden in Folge. Also, wieder phasenweise hier gut unterwegs. So, Lex sagt Navi. Newbie TV schreibt, bin für C9, aber ein ganz unwohles Gefühl. Berlin Knight hat keinen Plan, davon ganz schön viel. Und nur schon wegen Sympathie gegenüber C9. Also, nee, verstehe ich jetzt nicht. Navi gewinnt. Nur schon wegen Sympathie gegenüber C9? Kapiere ich nicht. Also du findest C9 unsympathisch. Ist das der Fall? So. Navi auf jeden Fall jetzt hier. Zweite Mal on fire. Venom, glaubst du, C9 fängt sich mit dem Lineup wieder? Puh, ich weiß es nicht, du. Ich weiß es nicht. Irgendwie, seit so diese Glory-Zeit damals vorbei ist mit Stewie2k etc. pp., hat es nicht mehr funktioniert. Flasher war ja nochmal als Versuch da. Das hat auch nicht geklappt. Also, ich glaube, C9 hat erstmal noch einen weiten, weiten Weg vor sich, bevor sie hier wieder komplett auf Turniersiege etc. gehen können. So, Automatic, schöne Schüsse, aber Flamey beendet das Ganze. Damit ist Navi hier mit 11-4 in Führung. Und kann auf jeden Fall schon mal eine solide Halbzeit abliefern. Wir machen ein kurzes Pause in ungefähr 2-3 Minuten und werden dann gleich weiter loslegen hier mit der nächsten Halbzeit. Ich werde kurz auf Toilettchen verschwinden und dann sehen wir uns jetzt gleich.
So, ladies and gentlemen, und damit sind wir wieder zurück hier bei Cloud9 gegen Navi. Die Anzeige oben dürft ihr euch nicht ernst nehmen. Also Cloud9 ist gerade nicht on fire, auch wenn man das natürlich da irgendwie ein bisschen darstellen möchte. Das wird natürlich gerade nicht so sein, denn man hat natürlich auch nur 4 Runden bisher gewonnen. Da ist es natürlich noch nicht möglich nach dem System von der Blast. So, weiß auf jeden Fall mit dem ersten Frag. Man möchte hier auf dem Baseball draufkommen, bei Navi da stehen, aber schon mal einige Spieler, die auf jeden Fall Druck aufbauen können. So, und auf jeden Fall ist jetzt auch bekannt, dass man da mit einigen Mann auf jeden Fall Richtung B orientiert spielen wollte. Und aus diesem Grunde hat man natürlich auch bei Cloud9 jetzt eine extreme Rotation angenommen. Mit 4 Mann steht man da schon bereit. Ja, der Underground wird wahrscheinlich jetzt hier auch von Simple nochmal ein bisschen neu positioniert. Und da ist natürlich einer im Window. Das sollte Cajun Beat sein, wenn ich es richtig sehe von hier, wenn meine Augen mich nicht trüben. Trügen, Entschuldigung. Und es ist Golden. Hier falsch gesehen. So, Automatic nochmal von kurz erfolgreich gewesen. Und jetzt geht es hier auf den A-Spot drauf. Da wartet Rush in der City-Base. Und grundsätzlich gibt es natürlich jetzt hier auch eine relativ zügige Rotation. Man hat keine Granate bei Navi. Trotzdem jetzt ein ganz wichtiger Frag gegen Golden erzielt. Jetzt wird gecrossed auf den Spot. Und ja, Rush. Wichtig, dass er den hier rausholt. Automatic mit dem nächsten. Und dann ist es nur noch Edward. Und Cloud9 holt sich hier eine wichtige, wichtige, wichtige Piste. Und damit haben wir hier das 11:5 bzw. 5:11 aus der Sicht von Cloud. Nein. So, und wenn wir ähnlich schlechte Leistungen von Navi sehen, wie wir es gerade eben auf gegen die Herrschaften von Enz gesehen haben, dann könnte es natürlich sein, dass Cloud9 jetzt hier nochmal eine sehr, sehr spannende Begegnung aus dieser Partie macht. So, schön auf jeden Fall erstmal die ersten Frags gegen Navi erzielt. Auch Zeus wird in Mitte oben rausgenommen. Flame versucht jetzt hier nochmal mit allen Mitteln, mit der Deagle irgendwie den CityBase-Spieler herauszupicken. Und da zumindest schon mal Golden fündig geworden. Aber Rush mit einer sehr, ja, extravaganten Off-Angle-Position kann dann gegen Flamey seinen Mann stehen. So, Navi mit einer weiteren Eco. Und dann geht es letztendlich wieder mal ins Duell. Kleine Replay. Da fährt Golden natürlich hier mit vorzüglichem Timing um die Ecke. Und somit haben wir hier das 6:11. So, nochmal 2 Deagles, 3 P250. Ob man damit allzu viel anrichten kann, wird sich jetzt in wenigen Sekunden beantworten. Man spielt sehr, sehr stark über die Mitte. Den Connector-Spieler, oh, nimmt man sogar ohne Gegenwehr raus. Wichtig, Golden kriegt aber jetzt einen weiteren Golden und noch einen zweiten mit. Boom! Und Flamey, Mitte oben, Jimmy the Deagle, gegengepowert. Und da kommt er nicht an die Waffe dran. Doch, jetzt hat er es geschafft. Hat sich die Waffe geklaut. Trotzdem bekommt Flamey hier eine M4. Und mit der lässt sich natürlich schon mal bedeutend besser arbeiten. Im Vergleich zu anderen Waffen. So, Flamey mit dieser M4 nutzt er auch direkt die Gunst der Stunde. Kann den Kurzspieler sofort rausnehmen. Im Connector steht ein weiterer. Das Golden namentlich. Der steppt jetzt erstmal laut. Muss natürlich gucken, ob jemand im Window steht. Rotiert jetzt Richtung B. Und da ist man schon auf dem Spot. Vor allen Dingen Electronic hat jetzt hier eine große, große Aufgabe, eine große Verantwortung, letztendlich den ganzen Bereich hier für seine Mates erstmal safe zu machen. So, und jetzt steht man hier schon mal bereit, Waffe rübergeworfen, Golden nimmt Electronic raus und Flamey, der muss jetzt unterstützend natürlich da sein, keine Chance und Simple, letzter Überlebender, 1 gegen 2, und das ist natürlich sehr, sehr gut, dass Cloud9 so früh rotiert ist und vor allen Dingen schon früh gehört hat, was das Team von Navi vorhatte. Ja, und sind wir jetzt vorne zu, Nummer 1. Ich wollte gerade sagen, selbst er kann in so einer Situation nicht viel machen. Aber hier in dem Fall macht
Es klaut, nein, gut. Trotzdem, es war eine Eco von Navi. Man hat, ich glaube, eine Deagle und 4 250 geholt. Und trotzdem hier gerade mal so mit einem Spieler überlebt. So, damit wollen wir weitermachen. 7:11 steht es, Cloud9 holt sich hier zumindest schon mal die ersten 3 Runden der zweiten Halbzeit. Navi hatte zwar Ansätze, hätte auch Möglichkeiten gehabt, die Runden für sich entscheiden zu können. Aber am Ende stand C9 dann doch zu gut. Und jetzt sind wir gespannt, ob man hier bei Navi zumindest mit Waffen besser dastehen kann und vielleicht sogar schon die erste Runde für sich entscheiden kann. Automatic, aber mit AWP unterwegs. Und wenn wir eins gesehen haben eben, ist, dass Automatic auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert hat mit der Orb. So, Automatic aus dem Fenster. Und sieht Electronic, nimmt ihn raus. Und damit hat man auf jeden Fall schon mal den ersten Spieler von Navi bezwungen. In der Mitte baut man aber weiterhin auf. Da sind 2 Spieler unterwegs. Da kann Kjun B jetzt gleich zeigen, wie viel Aufmerksamkeit er hier Richtung kurz orientiert hat. Und da kriegt er, ganz, ganz bitter. Kann in Low HP schießen, 6 HP nur bei ihm. Simple auch nur noch mit 10. Trotzdem, man hat hier die Möglichkeit, genau diese Low-HP-Spieler natürlich nochmal in Szene zu setzen. Und das schaffen sie auch. Flamey, ganz, 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 ganz wichtiger Frag gegen Automatic. Und jetzt macht man sich hier wirklich schon mal bereit, um letztendlich gegen diese Low-HP-Spieler nochmal zu bestehen. Golden wird geboostet. Überprüft, ob er da vielleicht den einen oder anderen noch sehen kann. Ich glaube, da hat er sogar das Ärmchen noch wahrgenommen. Kriegt er jetzt auch hier den Spieler rausgenommen. Und jetzt immer noch 2 gegen 2. Räume nicht hundertprozentig erschlossen. Flamey natürlich mit seiner Position unglaublich wichtig. Flamey! Und jetzt 2 Spieler und Navi holt sich eine ganz wichtige 12. Runde. Und damit schickt man natürlich Cloud9 erstmal in finanzielle Probleme. 1-5, 1-7, 2-6, 2-3. Da ist natürlich nicht viel da. Ja, und wenn Navi jetzt nicht komplett reinscheißt, können sie hier schon die 13., wenn nicht sogar die 14. Runde safe machen. Und dann braucht man gar nicht mehr allzu viel zu leisten, um letztendlich hier das Draw safe zu haben, beziehungsweise vielleicht sogar den Sieg. So, aber ich rede schon von Step 3, 4 und 5. Jetzt geht es erstmal Step 1, diese Runde gewinnen gegen Pistols, gegen den Force Buy von Cloud9. Das ist wahrscheinlich sogar, wenn wir die letzten Tage uns angucken, die größte Herausforderung. So, Golden wollte da den ersten Pick setzen. Edward hat auch nur noch 22 HP. Aber trotzdem leben immer noch 5 Mann von Navi. Und jetzt Golden mit dem ersten. Schön gemacht. Und da passt noch der zweite. Da sitzt der zweite, aber der dritte nicht. Und schon wieder eine 3 gegen 3 Situation. Offensiver Push von Raj. Der kann zumindest vereitelt werden von Flamey. Der passt auf. Und Kjun B schleicht hinterher. Und wenn Flamey das nicht auf dem Schirm hat, dann kann das Ganze hier ganz, ganz böse enden. Je nachdem, wie viel Zeit sich Navi jetzt lässt, um letztendlich einen neuen Spot anzugehen. Oder halt eine neue Taktik zu spielen. So, hier tauscht man nochmal die Waffen. Flamey auf 40 HP gegenüber Simple, aber mit 100 unterwegs ist. So, man deckt hier schon nach hinten ab. Man nimmt sogar jetzt schon ein paar Waffen hier mit, stark gemacht. Aber reicht das aus? Ja. Also, wir sehen es gerade. Kjun B über die A-Rampe wieder zurück auf den A-Spot. Du Heilige! Heiliges Mäuschen. Zeus nur noch mit 14 HP. Flamey bei 40. Und das kann Kjun B hier ohne weiteres machen. Also wenn er den ersten Spieler sieht, aber nein, Zeus sofort ins Gesicht. Und da sieht man auch im Hintergrund der gute Coach erstmal schön in Freude.
Ist auch ein ganz wichtiger Frag gewesen, auch eine ganz wichtige Runde. Und da sieht man es wieder, ne? Drei Spieler verliert man. Drei Spieler gegen diesen Force Buy. Und es haben bei Cloud9 immer noch die Spieler zwischen 2000 und 2900 Dollar. Also viel ist da nicht da. Bedeutet mit genügend Disziplin und guter Firepower, Aufmerksamkeit, Kontrolle wird Navi sich hier die 14. Runde sichern. So, sehr schöne Shots gesetzt. So, vorzügliches Aiming da, was Edward versucht hat. So ein Kejun B, aber trotzdem noch mit seinem Tower schön die Köpfchen abgeknipst. Und damit holt sich Navi hier die wichtige 14. Runde. Es steht 14 zu 7. Ja, und Cloud9 steht mit dem Rücken zur Wand. Jetzt natürlich AWP bei Automatic, das wäre wichtig. Aber ich überlege gerade 2-3. Ja, sie haben wahrscheinlich ein bisschen Geld dafür. Und jetzt muss man stehen. Jetzt braucht man jede Runde, um hier nicht nur einen Punkt mitzunehmen, sondern die kompletten Punkte auf ihr Konto zu verbuchen. Das heißt, Navi braucht nur noch eine Runde und haben das Draw schon mal safe. Für alle, die sich wundern, gibt es hier diese Draw? Gibt es keine Overtime? Nein, gibt es nicht. Dadurch, dass sich das ganze Turnier in einer Gruppenphase ausspielt, sehen wir hier auch keine Overtimes. So, man wartet erstmal hier lange, lange ab, ob vielleicht Cloud9 nochmal mit einem Versuch, mit einer Flashbang verzögert, hier die Mitte einzunehmen. Eine sehr, sehr schöne HE, die da auf jeden Fall gegen Edward geknallt ist oder gegen Flamey, ich weiß es gerade gar nicht genau. Oder ich habe mich gerade komplett verguckt. Dann entschuldige ich mich natürlich. So, Connector, zwei Spieler abgestellt. Man rotiert jetzt nochmal weg. Man nimmt die Bombe mit. Man möchte also hier den A-Split spielen. Connector wird also da Dreh- und Angelpunkt sein. Vor allen Dingen zwei darüber direkt zu schicken. Das ist wieder diese große, ja, dieser große Unterschied, der natürlich dann nochmal gut in Navis Karten spielen kann. Und Rush wird dann dementsprechend natürlich auch eine hohe Verantwortung haben, genauso wie im Sandwich stehende Cajun B. So, wann gibt es den Execute? Und vor allen Dingen, wie viele Frags werden erzielt? Granate raus, erster kriegt er. Flamey kann den Refrag setzen. Cajun B weiterhin in seinem Sandwich Nummer 1, aber dann auch da sofort der Refrag wieder am Start. Und durch den ersten Frag natürlich den Navi hier in der laufenden Runde holen konnte. Nein, Automatic! Auch du armer Mann! Hat man hier natürlich immer wieder bei vernünftigem Refrag-Verhalten am Ende die Runde auf seinem Konto. Jetzt sind es aber noch Automatic und Weiß gegen 3. Simpel holt sich da schon mal den zweiten Spieler raus. Oh, Automatic trifft ihn sogar, trifft auch den zweiten Spieler. Aber sie wollen einfach nicht kippen und er versucht es mit allen Mitteln. Unglaublich. Ja, und da musste eigentlich die Waffe durchbringen. 15 zu 7, Navi hier auf der Überholspur. Und die zeigen, dass sie keine Lust auf Draw haben, dass sie keine Lust auf irgendwas haben, sondern sie wollen hier den Sieg in dieser Partie auf jeden Fall für sich erzielen. So, damit hat man 8 Map-Punkte hier bei Navi. Und man wirkt sogar auf der Terrorseite recht souverän. Also ich hätte gedacht, dass man da vielleicht größere Schwierigkeiten hat. Da muss man einfach nur noch mehr honorieren, wie gut Enz das Ganze gespielt hat. Waren auch hier ähnlich wie jetzt in dieser Runde Cloud9 immer sehr aggressiv in der City-Mitte unterwegs. Haben immer häufig dieses Double-Setup da gespielt, dass einer Mitte oben aimt, der andere Richtung Underground, dieses Double, die Double-Deckung. So, und Weiß, ah, da hat man gerade eigentlich noch einen kleinen Vorteil aus der Situation erspielen wollen und dann kriegt man den Frag auch nicht erzielt. So, und damit sind schon mal zwei Spieler von Cloud9 raus. Knochenregel könnte hier gerade in Gefahr sein. So, Simple sehr close hier zum Window. Rush bekommt nochmal einen. Jetzt bloß nicht reinscheißen. Rush mit dem zweiten. Und das scheint es gerade so, als hätte man hier wirklich den Dünnpfiff komplett gepachtet. So, Edward kriegt den Küchenspieler raus. Damit sind beide Spieler Richtung kurz eigentlich schon angesagt. Und wenn man das noch verliert, dann hat man hier auch wirklich komplett sloppy gespielt. Wie zum Beispiel hier die Möglichkeit geben. Und Navi gewinnt das Ganze hier wunderprächtig. Also, Freunde,
Das haben sie vorzüglich gemacht hier, die Spieler, die Akteure aus der Ukraine. Und ja, damit braucht man eigentlich gar nicht mehr sagen. Haben ein Spiel wirklich gegen Enns komplett deklassiert verloren. Das zweite Spiel gegen Cloud9 hat hier wunderbar funktioniert. Freunde, das war's für heute hier schon. Wenn ihr Bock habt, schaut noch rüber auf die anderen Kanäle. Ich werde euch jetzt zügig rüber raiden. Und sonst wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend, liebe Freunde. Und hoffe, es hat euch gefallen. Also, meine Herzen, morgen geht's weiter mit den nächsten Spielen. Haut da rein, bis dann und tschüss.